Herzlich willkommen beim Weserstrand, der Talkshow des Weserkurier, wieder auf der Ozeana. Was ist los mit unseren Parteien? Was ist los mit unseren Politikern? Und vor allen Dingen, was ist los mit der SPD in Bremen? Antworten gleich von Christian Weber, dem Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft. Ja, und irgendwo da oben muss er stehen. Begrüßen Sie mit mir den Präsidenten der Bremischen Bürgerschaft. Begrüßen Sie Christian Weber. Oh. Oh. Hallo, Herr Weber. Herzlich willkommen. Hallo, Brückmann. Kommen Sie erstmal mit mir an die Bar ganz kurz. Schön, dass Sie da sind. Schauen Sie, wir haben hier ein stilles Wasser für Sie vorbereitet. Der Herr Döbler hat in der Vorankündigung, die wir nicht sehen können, aber die wir hier vor Ort gehört haben, erzählt, Sie lassen ihn nicht mehr ohne Krawatte in die Bürgerschaft. Die Regeln für das Anzuziehen scheinen Sie sehr streng zu nehmen, oder? Naja, es ist ja auch das Hohe Haus. Und da zieht man sich vernünftig an, wenn man da hinkommt. Das ist nicht immer der Fall von unseren Abgeordneten und von den Gästen auch nicht. Aber ich lege großen Wert darauf, wenn man das Hohe Haus, das Erstverfassungsorgan betritt, dass man sich ordentlich anzieht. So, und Herr Döbler sieht hier nun echt gut aus mit der Krawatte. Ist ja ein eleganter Mensch. Absolut. Also das hat seine Frau wahrscheinlich lange versucht und Sie haben es geschafft. Ja, also bei mir klappt es oben auch noch ganz gut, aber unten, oh Gott, oh Gott, da bin ich dann gescheitert. Ja? Mensch, Herr Brüggemann, ja, nicht, dass ich erkälte. Wenn ich Sie schon hier habe, aber das war ja einer der größten Skandale in Bremen überhaupt. Ja. Abgeordnete, die mit Flipflops in die Bürgerschaft gekommen sind. Nicht so Ihr Stil, oder Herr Weber? Nein, das ist eine Missachtung des Parlaments. Das ist eine Missachtung des Stils. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber den anderen Abgeordneten. Das ist eine Respektlosigkeit gegenüber den Gästen, die oben auf der Besuchertribüne sitzen. Das ist grundsätzlich eine Respektlosigkeit, wenn man sich so in den Plenarsaal setzt. Das ist der Ort, wo Politik gemacht wird, wo gestritten wird, wo gekämpft wird, wo wichtige Entscheidungen für dieses Bundesland getroffen werden. Und dann kommt jemand und kommt mit Flipflops um nackten Füßen und setzt sich dann auf und zieht noch das Bein so hoch mit den nackten Füßen auf den Sitz. Also, ich weiß Angst, ja nicht. Ich habe da vorne noch richtige Schuhe stehen. Ja, ich weiß ja nicht, was noch unter den Fußsohlen war. Und da muss ich mich wieder draufsetzen. Also, das geht gar nicht. Ich bin total Ihrer Meinung, aber man könnte natürlich auch sagen, gerade in Zeiten wie diesen wäre es ja auch gut, wenn Politik wieder menschennah, natürlich und nicht überkandidelt ist, wenn da die Menschen, die auch auf der Straße zu sehen sind, im Parlament sitzen. Wäre ja auch eine Argumentation, die man machen könnte, oder? Ach, wissen Sie, diese Zeit schleift so ziemlich alles. Es gibt bestimmte Punkte, wo man sagen muss, hier gehe ich nicht mit Flipflops und hier gehe ich nicht mit Gartenklamotten und hier gehe ich nicht mit T-Shirt ins Parlament, sondern ich ziehe mich ordentlich an. Es muss ja nicht immer eine Krawatte dabei sein, aber ein Sakko, eine ordentliche Hose, eine ordentliche Schuhe. Das ist doch Mindeststand. Aber Turnschuhe waren auch mal No-Go, inzwischen allgegenwärtig, oder? Aber die Zeit geht weiter. Nee. Als Herr Döbler vor 2 Jahren in der Jakobs-Universität Herr Tschetsche moderiert hat, da kam der auch so an. Mittlerweile zieht er auch schon wieder einen Anzug an. Ja, so. Man muss immer stilbildend sein. Man hat ja auch seine Wesenzeiten manchmal. Ja, die hatten Sie doch auch, oder? Natürlich. Darüber reden wir noch. Wir haben einiges rausgefunden, dass Sie die auch hatten. Reden wir vorher, damals als der Bundestag, Ihre Kollegen im Bundestag, die Präsidenten des Bundestages, sowohl Krawatte hatten. Wir wissen nicht, ob dieser Herr Hermann Ehlers Flipflops anhatte. Das Foto geht leider nicht so tief. Aber wir gehen mal davon aus. Hermann Ehlers, Vorbild für Sie? Politisch weiß ich nicht. Ja, es ist also sicherlich ein durch und durch guter Politiker gewesen. Man kann das nicht am Anzug sehen, ob er gut war oder nicht. Ach, oder an der Krawatte nicht. Ne? Das also kann man nicht sehen. Die Krawatte muss sein, aber das heißt noch kein Zeichen dafür, ob man gut ist oder so nicht. So ist es. Diese Dame aus Ihrer Partei, der SPD, Frau Renger. Natürlich, Frau Renger, immer sehr elegant angezogen. Sportwagen und Pelze waren damals ungewohnt für Sozis, oder? Das war ja auch die erste Frau, die Präsidentin des Bundestages wurde. Und immer ihre geföhnte Frisur. Das gibt es heute auch nicht mehr.
wünschen wir uns das zurück. Bei Ihnen ist auch nicht mehr so viel zu füllen. Ja, aber ich war heute extra beim Friseur. Ja, und es ist schön geworden. Ja, danke, also Herr Weber, danke. Ich weiß, wunderbar. Was ich gehört. Hier, Karl Carstens der natürlich. War auch immer gut auch frisiert. Ein Mann, der immer wandern gegangen ist, liegt ja hier auf dem Riensberger Friedhof. Und alle 5 Jahre kommen die Berliner und legen ein Kranzlieder. Ein sehr volksnaher Bundestagspräsident, der wandern gegangen ist, genau. Ja. Genau, aber auch ein knallharter Fraktionsvorsitzender der CDU. Aber als Bundespräsident war er, naja. Ist das das Wichtige für Sie schon auch, dass man in so einer Funktion, in der man ja sozusagen, haben wir schon gehört, für den Anstand der Politik zuständig ist, vorbildlich, gleichzeitig aber auch volksnah ist? Und ja, natürlich. Ich meine, wir sind ja vom Volk gewählt und wir sollen nicht sagen, jetzt habt ihr uns gewählt und lasst uns 4 Jahre in Ruhe. So geht's nicht. Also wir sollten schon mit dem Volk weiter kommunizieren. Wir wollten wissen, was für Politik wir für die machen sollen. Das ist doch das Entscheidende. Manche haben das vergessen. Ach ja. Volksnah? Ach, ja, die ist sehr volksnah. Eine gute Frau. Lange gekämpft? Lange gekämpft, eine sehr gute politische Frau auch. Als Präsidentin des Bundestages war sie sehr, sehr politisch. Hat sich auch gegen ihre eigene Partei Kante gezeigt. Hat ist Ihnen nicht unbekannt eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Können Sie auch. Hat auch gegen Kohl opponiert, hier auf dem Bundesparteitag in Bremen, der CDU, als sie den Kohl absiegen wollten. Aber leider im letzten Moment haben sie alle einen Schwanz angezogen. Das geht natürlich auch nicht. Wenn man Revolution macht, muss man sie auch durchziehen. Darf man das als Bundestagspräsidentin, als Nein. Präsident der Eigentlich bremischen nicht. Bürgerschaft? Nein, das gebührt sich nicht. Wir haben eine gewisse Neutralität, zumindest im Amt, in der Amtsführung. Aber wir sind ja auch Politiker, wir gehören ja einer Partei an, also sind wir nicht völlig seelenlos politisch. Also ein bisschen sind wir auch dabei, klar. Wir mischen mit, so ist es nicht. Wer das sehr diplomatisch getan hat? Lammert, Robert jawohl, Lammert. Den habe ich sehr gemocht. Ja, ähnliche Frisur ja auch, klar. Ja, natürlich. Ja, aber ein ausgesprochen kluger Mann, sehr durchsetzungsfähig, immer Streit mit seiner Fraktion gehabt, wenn er dem Parlament das Rederecht... Die hat beim Bundesverfassungsgericht durchgesetzt, dass die Merkel erst nach Brüssel fahren darf, wenn der Bundestag entschieden hat, mit welchem Auftrag sie nach Brüssel fährt. Und das hat Lammert gemacht. Also ein toller Mann, den ich sehr, sehr, sehr schätze. Und ich hätte mir noch gewünscht, dass er noch mal eine Periode dranhängt. Aber am Mittwoch habe ich in Berlin Schäuble gehört. Tolle Rede, guter Präsident. Naja, Schäuble. Ja, was mich hier noch so Parallelen sehen lässt, ist auch eine gewisse Form von Humor in der Politik. Ja? Also Lammert hat es schon geschafft, immer ein Augenzwinkern zu haben, nicht die Weltuntergangsstimmung herauszuposaunen, sondern immer mit so einem Florett gefechtet. Sind Sie auch eher ein Florettkämpfer in der Politik? Ja. Ja, man muss auch mal zutreten, beides. Das schien bei einem Florett, klar, natürlich. Aber wirklich ein sehr guter Politiker, den ich sehr, sehr schätze. Immer noch schätze, jetzt ist er Vorsitzender Konrad-Adenauer-Stiftung und ich glaube, der macht einen guten Job. Meine Schuhe stehen da vorne am Sofa. Ziehen Sie Gehen sie wir an, doch einfach mal rüber, damit ich Ihnen auch würdig gegenübertrete. Vielen nicht, Dank, dass Sie kalte Füße Herr Weber. Kriegen. Sie haben... Sie haben auf Ihren Tischen Stifte und Bierdeckel. Und natürlich können Sie gerne Christian Weber Fragen aufschreiben, die wir Ihnen am Ende unserer Show stellen werden. Herr Weber, Mensch, setzen Sie sich. Schauen Sie, das liegt an der Frisur. Ja? Genau. Das ist nämlich Bürgernähe. Wollen wir einmal rumgehen und jedem guten Tag sagen? Das können wir gerne machen. Ja, also ich bin nicht Henning Schärf. Ich bin nicht Henning Schärf. Dann müssen Sie auch umarmen. Den hatten wir letztes genau. Mal. Ja. Dann ist der Abend vorbei. Dann ist die Stunde vorbei. Herr Weber. Aber Sie haben schöne Füße. Ja, ich war extra... Ja, ich habe gedacht, wenn schon Flipflops, dann wenigstens Pediküre vorher. Ne? Ja, Sie können sie zeigen. Ja, eben. Nicht jeder kann das. Ja, eben. Also ich weiß nicht, wie das bei Frau Vagalla so ist, ob die vorher... Aber Sie wollen jetzt die roten Socken anziehen. Ich ziehe... Das passt Sie haben doch gedacht, aber es kann nicht schlimmer werden, ne? Och Mensch. Aber meine Frau hat gesagt, das Schlimme an den roten Socken ist nicht die roten Socken, sondern die roten Socken zum pinken Hemd. Ja, das geht ja auch überhaupt nicht. Herr Brüggemann. Lassen Sie uns über Martha und Erich reden. Sie haben Herr so Weber. Einen schönen Anzug an, jetzt die roten Socken, das passt Was soll ich nicht. Denn jetzt machen? Soll ich Ihre Socken anziehen? Hier. Wollen wir die Socken tauschen? Nee. Flipflops oder rote Socken? Rote Socken. Gut. Reden wir über Martha und Erich. Ihre Eltern. Ja. Eine wunderbare Eltern. Die es nicht leicht hatten. Nee, in Schlesien waren die? Ja, die hatten es nicht leicht. Ich meine, wir sind
Ich bin da gerade noch in Schlesien geboren, genau. 14 Tage, und dann wurden wir vertrieben und landeten in Ostwestfalen. 1946? Genau, 1946. Ja. Und meine Mutter hat immer gesagt, Christian, sei froh, dass du es überlebt hast. Denn das war ja der kalte Winter 46, 47. Und wenn man so Baby ist, in so einem Lager zu überleben. Und ich habe noch vier Geschwister, die ja dann älter sind als ich. Also es war schon eine sehr, sehr harte Zeit. Wenn wir heute von Armut reden, das war Not. Und Gauck hat mal gesagt, Not und Armut sind zweierlei Dinge. Was wir erlebt haben, das war bittere, bittere Not. Nicht Armut, bittere, bittere Not, weil wir nichts hatten, aber auch gar nichts hatten. Und dann sind wir in einem Dorf gelandet in Ostwestfalen. 400 Seelen, katholisch. Ossendorf? Ossendorf, jo, ja. Ossendorf. Also im Nachhinein verklärt man ja so manches. Aber in der Zeit, wo ich da groß geworden bin, ich vielleicht gar nicht mal so sehr, aber meine Eltern und meine Geschwister, da gibt es ein Bild, wo meine beiden Brüder abgebildet sind. Das war dann Ende der Volksschule, 7. Klasse Ende. Und da stehen zwei Jungs mit Barfuß, die keine Schuhe anhaben, keine Flipflops anhaben, keine Socken anhaben. Keine roten, keine schwarzen. Keine roten, ja. Keine schwarzen. Aber die Bauernjungs links und rechts, die waren ordentlich angezogen. Also ich will damit sagen, das war Not. Das war Not. Welche Rolle spielte die Vertreibung in ihrer Kindheit? War das eine Geschichte, die man sich auch immer wieder erzählt hat? Meine Eltern. Hat ja die Wohnung, die Heimat verloren. Man hat so das aufgegeben, wo man zu Hause war. Man ist mit den Jungs weggehen, musste man weggehen. Ja. Spielte das in Ihrer Familie eine Rolle? In meiner Familie schon, aber bei mir wenig, weil ich habe es ja nie erlebt. Aber meine älteren Geschwister, die sind 10, 11 und 12 Jahre älter als ich, da spielte das eine ganz große Rolle. Die haben das vermisst, die haben ihre Heimat vermisst und meine Eltern, ja, man musste sie wieder klarkommen, man musste die 5 Kinder über die Runden bringen, man musste Geld verdienen, man musste Nahrung suchen, Essen suchen, das war das Entscheidende. Und wir waren verteilt auf 3 Wohnsitze in dem kleinen Dorf. Also ich habe nachher in dem Dorf mich eigentlich sehr wohl gefühlt. Ich bin da groß geworden, die Bauern waren immer sehr nett zu mir, beim Schwitten Düvel, damals hatte ich nur schwarze Haare. Ja. Also da war ich sehr akzeptiert, aber meine älteren Geschwister, die sind nie wieder gerne in das Dorf zurückgegangen. Es war eine harte Zeit. Mein Vater war Waldarbeiter, Eisverkäufer, Porzellanverkäufer, Mantelverkäufer, der hat alles gemacht. Aber er wollte wieder unbedingt Beamter werden, er wollte unbedingt wieder zur Polizei und hat das dann auch geschafft. Ja, und dann sind wir in die Kreisstadt gezogen und naja, da ging das Leben so weiter. War das so ein Familienslogan, Ankommen wieder im öffentlichen Dienst, was werden? Ja, das war natürlich für meinen Vater. Der Gesellschaft auch ja, dienen? Klar. War das etwas, was Sie schon eingeimpft gekriegt haben auch? Ich glaube ja, ein bisschen schon. Ein bisschen schon, ja. Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Wir waren in dem Dorf in den ersten Jahren nicht sehr akzeptiert. Aber so sind wir Menschen. Als Vertriebene. Aber als mein Vater dann in der Uniform durchs Dorf ging und in die Kreisstadt mit dem Fahrrad fuhr, da waren wir wieder wer. So sind wir Menschen. So sind wir. Aber das haben ist, Sie auch was davon? Ja, na klar, dann war ich nicht mehr der Pollackenjunge, da war ich nicht mehr der von sonst woher kam. Das hat schon was bedeutet. Ist das auch eine Triebfeder für die Politik, dieses Ankommen wollen, nee, das ist jemand nicht, sein zu wollen, nee, was ja gar nicht schlimm ist? Das nein, kann ja eine Tugend nein, das sein, hat ja. mit Politik noch gar nichts zu tun. Das ist aber für alle meine Geschwister, aus denen ist was geworden. Also geworden, dass sie ihre Existenz aufgebaut haben, gearbeitet haben, ein Ziel hatten. Das ist daraus geworden. Wir sind erzogen worden, dass wir uns den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern das Ziel, was wir uns vor Augen gehabt haben, auch durchsetzen und uns selbstständig machen. Das war immer der Erziehungsauftrag meiner Eltern. So interpretiere ich das. Ich habe ja nicht permanent mit denen darüber geredet. Aber das war schon, glaube ich, auch ein Vorbild, was wir uns dann auch gegeben haben, wir Geschwister, dass wir sagen, was die Eltern mit uns gemacht haben, da dürfen wir sie nicht enttäuschen. Glaube ich jedenfalls, dass das auch eine Triebfeder war. Wie war das in den Ende der 60er Jahre? Da waren Sie roundabout 20. In Deutschland gingen die Studenten auf die Straße, wollten die Gesellschaft verändern. Eine Gesellschaft, mit der Sie erstmal da gar nichts zu tun hatten, eben als Polackenjunge, ja? Ja. Also mit der deutschen Vergangenheit. Und Sie saßen da, waren wahrscheinlich ein bisschen begeistert von dem, was losging, aber ach was? Sind zur Bundeswehr gegangen. Ja, ich habe Realschule gemacht und dann habe ich 2 Jahre Johannesschule gemacht und ich war noch gar nicht fertig. Da hat mein Vater mich im Kreiswehrersatzmann in Detmold angemeldet.
Weil man ja was werden muss. Ja, ja, der hat mich gar nicht gefragt, sondern auf einmal kriegt er den Befehl, da mich untersuchen zu lassen. Sag, Papa, was hast du denn gemacht? Ja, ich habe dich angemeldet. So war das damals bei meinen Eltern. Und die Nachbarjungs, die haben auch gesagt, die waren ein bisschen weiter als ich in ihrem kritischen Bewusstsein. Die sagen, ja, wenn ich die Bundeswehr kritisiere, muss ich auch sehen, wie es ist. Also die sind hingegangen, die anderthalb Jahre wohlgemerkt. Hm, ich war übrigens bis heute noch ein Befürworter des Grundwehrdienstes. Mhm. Weil das natürlich auch einen gewissen Mix für die Gesellschaft gibt, damit wir und die ganzen unterschiedlichen Schichten bei uns in der Gesellschaft, die haben sich bei dem Blasenlaufen kennengelernt. Und das war nicht das Schlechteste. Aber ist in Ostwestfalen auch die Studentenrevolution da angekommen? Oder spielte die für Ihren Vater und Sie damals überhaupt gar keine Rolle? Wussten Sie noch gar nicht, was in der Welt sonst los ist? Das einzig Revolutionäre war, dass ich mir einen amerikanischen Militärmantel gekauft habe. Und das konnte mein Vater schwer ertragen. Der hatte hinten so einen Schwalbenschwanz. Okay, konnte man so unten durch hier knüpfen. Ja. Und das war das einzig Revolutionäre, was ich in Warburg gemacht habe. Und dann ging ich ja nach Düsseldorf zur Bank. Und da war mit Revolution gar nichts mehr. Ich wollte gerade sagen, erst Bundeswehr, dann Lehre bei der Commerzbank. Also genau. Spießiger kann es eigentlich erstmal gar nicht sein, oder? Ja, natürlich. Aber das war so. Mein Vater hat abends in der Tagesschau diesen Abs. Sagt er Ihnen da einen Namen noch was? Da ging es der Deutschen Bank ja noch gut. Ja. Meine, heute ist die ja gegen die Wand gefahren. Aktien standen 9 Euro, also unvorstellbar. Und der hat gesagt, wer eine ordentliche Lehre macht, der hat einen Grundstein für seinen beruflichen Weg gelegt. Und da hat mein Vater gesagt, machst eine Banklehre. Also der hat erst gesagt, du gehst zur Bundeswehr. Wer war das? Dann hat er gesagt, Uwe. Ja, wer hat da geklatscht? Hollweg hat, glaube ich, geklatscht, ja. Und dann habe ich mich beworben, richtig. Ja. Und dann hatte ich, glaube ich, 3 oder 4. Deutsche Bank konnte ich, Landwirtschaft konnte ich, Commerzbank konnte ich, Sparkasse konnte ich. Habe mich dann für die Commerzbank entschieden. Weil? Nein, ich könnte sagen, die hatten Paternoster in ihrem Gebäude. Aha, aber ja, es geht nämlich doch schon immer um Status. Nein, aber das hat mir irgendwie so, ja, da bin ich in was gelandet. Und es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ein Freund, mit dem ich die Lehre gemacht habe, mit dem bin ich heute immer noch sehr, sehr befreundet und wir treffen uns noch. Der hat dann Betriebswirtschaft studiert, Christoph Lange, Pastorenhaushalt, sage ich Ihnen. Evangelisch natürlich, ist klar. Naja, der aus dem Rheinland. Ostwestfalen? Nein, der aus dem Rheinland. Ah, okay. Ich Ostwestfalen, okay. Der Rheinland. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit, ja. Aber es hört sich schon sehr an, als hätte Ihr Vater Ihren Weg erstmal vorbestimmt und Sie hätten sich auch relativ einfach dem Ganzen gefügt erstmal. Papas Wort war Gesetz, was der Erich gesagt hat. Hat der Christian getan? Ja, schon. Also groß aufmüpfig war ich, glaube ich, nicht. Aber ich hatte auch so eine Freundesgruppe um mich herum. Die waren 2 Jahre älter als ich. Also wir haben schon in der Badeanstalt auf der Decke gelegen, uns nicht nur um die Mädchen gekümmert, sondern da haben wir auch schon Zeitung gelesen. Und ich habe mit 17 Jahren schon die Frankfurter Rundschau gelesen. Da dann doch schon wieder eher das Linke. Ja, genau. Ja. Und da bin ich, glaube ich, in diesem Freundeskreis, der hat mich auch sehr geprägt im Älterwerden. Gerade auch in der Zeit, wo man bewusst sein will. Und übrigens, aber dann nochmal, da muss Ihnen doch aufgefallen sein, dass die Welt um Sie herum schon irgendwie sich verändern wollte. Ja, klar. Aber das hat Sie nicht gereizt. Nein, also wir sind mal zu einer Barzel-Veranstaltung nach Paderborn gefahren. Paderborn, Wiedenbrück, war der Wahlkreis von Rainer Barzel. Und da war ich noch auf der höheren Handelsschule. Sind wir hingefahren, mein Vater im Anzug mit VW Käfer und wir zu viert in der Ente. Wir hinten, wir hinten gesessen und und mein Vater vorne applaudiert. Das war so. Nein, aber als ich noch auf der Schule war, ich war Schulsprecher. Ich habe Veranstaltungen gemacht mit Landtagsabgeordneten aus Düsseldorf. Ich habe Theaterfahrten organisiert nach Kassel. Da war mal ein Theaterstück Lysistrata. Kennt Lysistrata? Ja. Und das Bühnenbild war von Niki Sonfal. Kennt jemand Niki Sonfal? Natürlich, die mit den großen Figuren, oft weiblichen Figuren. Und das Bühnenbild, da lag der Korpus, der Korpus füllte das ganze Bühnenbild aus. Ein großer Frauenkörper wahrscheinlich. Ja. Und auf einem Busen spielte eine Rockband. Und durch die Vagina gingen die Schauspieler rein und raus. Nach der Pause war kein Lehrer mehr da.
Das war jetzt nicht bewusst. Aber Sie fanden es super. Ja, natürlich, ja, ja klar. Ja, ja. Ja, ich frage ja, ja nur. Ja, also, ich weiß ja nicht, also, ja, also, was man so bei der Commerzbank ich dann für heute noch, hat. Ich habe heute noch eine große Verehrung für Niki Sonfall. Ja, okay. Wenn Sie nach Hannover an der Leine stehen, ja immer noch Figuren von Niki ja Sonfall. Also eine wunderbare Künstlerin. Also das ist ja nicht so jetzt bewusst, jetzt bin ich aufmüpfig, sondern das war so ein Drang, dass man wollte was erleben. Man wollte was, und Kassel war eben halt, Nordhessen war für uns damals so der kulturelle Höhepunkt. Documenta war damals ja schon. Ich als kleiner Provinzler dann zu Documenta Deus hin. Ja. Also das war schon was. Also da fing es schon an. Und dann 73 ja kam dann wirklich die große Welt, Göttingen und Bremen. Richtig. Und da waren Sie dann sozusagen auf der Deutschlandkarte ganz links angekommen, oder? Nee. Also ich war in Göttingen dann, also es war so, ich habe da eine Freundin gehabt, die Sabine, eine wunderbare Frau, deren Schwester, wir haben uns über deren Schwester kennengelernt, deren Schwester war Schwester in Bethel. Und meine Schwester war Schwester in Bethel. Also Sabines Schwester war Schwester in Bethel. Ja, meine auch. Ja. Hm? Auch in Bethel Schwester. Und dann hat meine Schwester in Warburg gesagt, wir fahren jetzt mal nach Höxter, ihre Freundin besuchen. Und dann habe ich, sag mal, wir in Höxter. Und dann habe ich dann meine Sabine kennengelernt. Ja. Und die Sabine hat mich viele Jahre durch das Leben geführt und hat gesagt, jetzt hörst du bei der Bank auf und studierst. Du Ferien, ich Ferien. Es haben immer Ihnen Leute was gesagt. Bitte? Erst Ihr Vater und dann Sabine, oder wie? Ja, na klar. Also Ihr Vater hat gesagt, Bundeswehr, Commerzbank, und dann kam Sabine und hat gesagt, das war ja schon wieder ein Generationssprung. Nicht? Ja. Sabine war so alt wie ich. Ja, ja, aber Sie brauchten schon jemanden, der Ihnen sagt, was Sie machen sollen. Es war eine Frau. Ja, umso besser. Das sind ja die besseren Entscheidungen dann. Aber die studierte Biologie und Chemie. Und das fand ich so toll, wenn jemand das konnte. Was Richtiges, ja, meinen Sie? Ich musste ja erstmal Hochschulreife nachmachen. Ich hatte ja nur höhere Handelsschule. Und die hat gesagt, da haben wir im Bett gelegen und Diktate geübt. Ja? Ja. So war das. Die war knallhart. Die hat Knaller und immer. Meine Orthographie war nicht die beste, gebe ich ehrlich zu. Aber nachher, nach anderthalb Jahren hartes Training im Bett. Mit Susanne? Mit Orthographie. Christian, hol deinen Stift raus. Ja. So, aber das war so. Und die hat über Karzinome ihre Arbeit geschrieben. Die musste wirklich bergeweise auf amerikanische Literatur ins Deutsche übersetzen. Die hat bis nachts, und dann musste ich auch am Tisch sitzen und bis nachts lernen, bis sie aufgehört hat, und dann durfte ich auch aufhören. Aber Lehrer werden wollten, wussten Sie schon, dass Sie in der Schule unterrichten müssen und nicht in Betten oder sowas? Ne? Nein, also das war mir schon klar. Ja. Das war so. Ja? Meine, in Bremen ist alles möglich. Ja, aber ich wollte gerade sagen. Nein. Das wäre mal so, nein. Pisa-Möglichkeit. Ja. Aber ja, da habe ich sehr viel zu verdanken, muss ich ehrlich sagen. Und deren Wegen, die war zwei Jahre eher als ich fertig, die ist ja dann nach Bremen, hat die gleich an der Pasewaldschule, an dem Gymnasium eine Stelle gekriegt. Und wir haben dieses wunderbare, eine tolle Schule, die haben wir aus verrückten Gründen dicht gemacht. Also es war eine tolle Schule, war das. Und ich bin dann zwei Jahre später dann nachgegangen. Und so war das. Und Sie wollten Lehrer werden? Ja, natürlich. Das war Berufung dann? Ja, das oder war Berufung. Auch, weil man dann was ist? Nein, ja, das natürlich. Ich war der Erste in meiner Familie. Polizist, Lehrer ja, ist sozusagen genau, der nächste Schritt. Genau, ich war der Erste, der einen akademischen Abschluss hatte. Ja. Da war ich schon stolz, muss ich ehrlich sagen. Da war ich richtig stolz. Mein Bruder hat später auch noch Landwirtschaft studiert in Göttingen. Aber ich war der Erste und das hat mir... Ja, ich gebe das zu. Ich war richtig stolz darauf, dass ich das Geografie, Sozialkunde, ja. Geschichte haben Sie ja unterrichtet. Genau. Wir haben ein paar mehr Fächer vorbereitet für Sie, Herr Weber. Schauen Sie. Nochmal so eine schöne alte Tafel. Kommen Sie ruhig zu mir. Ich stelle das hier mal einmal so um die Ecke. Wir haben jetzt beide eine Minute Zeit, um hier unsere Schüler... Das Bett haben wir jetzt abgebaut, ne? Wir müssen die Tafel nehmen, um die aufzuklären in einem dieser Fächer. Sie dürfen sich eins aussuchen. Erdkunde, Wirtschaft, Sport, Kunst, Politik, Mathe oder Politik? Politik und Sport nehmen wir mal. Politik und Sport. Was wollen Sie, was soll ich? Sie machen Politik und ich mache Sport. Gut. Sie haben eine Minute Zeit, eine Frage zu beantworten, dürfen dabei alles bildlich darstellen, wie Sie möchten. Die Sportfrage ist... Vergleichen Sie die Gemeinsamkeiten eines Sportvereins mit denen einer Partei. Bitte schön, erklären Sie uns das mal. Hier sind Ihre Schüler. Ich kann mich hier auch mal hinsetzen, wenn Ihnen das dann leichter fällt. Gemeinsamkeiten eines Sportvereins mit einer Partei. Ja. Das ist ganz einfach.
das ist ja immer eine Gruppe. Der Sportverein lebt und hat Erfolg, wenn er gemeinsam ein Ziel ansteuert. Und das Gleiche ist in der Theorie, in der Politik genau das Gleiche. Aber ich betone in der Theorie, in der Programmatik ist es das Gleiche. Während der Verein natürlich, ich habe auch Fußball gespielt, beim Warburg ja 1875, da hatten wir das Ziel, in die Bezirksliga aufzusteigen. Ja. Über die Kreisklasse in die Bezirksliga, das haben wir geschafft. Mhm. Ich habe zweimal mitgespielt. Und in der Politik ist es das Gleiche. Wir haben ein Programm, wir haben ein Ziel und wollen an die Macht. Das ist das Ziel, an die Macht. Das heißt, man muss immer stürmen? Also wenn ich zum Beispiel der Verein SPD bin, ja, muss ich dann stürmen oder muss ich auch verteidigen? Ich muss stürmen. Ich muss stürmen. Ich muss stürmen. Momentan besonders, stürmen. Ja? Also das geht nur nach vorne. Ja, na klar. Verteidigen, das ist was für Thomas Schaaf. Okay, das ist der Unterschied. Ja. Also Werder muss auch noch ein bisschen verteidigen, ja? Ja, klar. Okay. Was haben Sie mir rausgesucht? Mathe haben Sie mir rausgesucht. Nein, ne? Politik. Was haben wir denn hier? Früher bestanden Parlamente aus 3 oder 4 Parteien, heute aus 6 oder 7. Wie verändert das die Politik? Sie wird undurchschaubarer, sie wird unübersichtlicher, sie wird nicht mehr so klar, vor allen Dingen bei Regierungsbildung. Es war klar früher SPD, CDU, CDU, SPD, vielleicht die FDP noch dazu, war eine Regierung fertig. Heute haben Sie bei Jamaika erlebt vor einem Jahr und das wird in den Ländern noch viel dramatischer werden. Und ich ahne, dass wir in Bremen am 26. Mai ein Ergebnis haben werden, was die Regierungsbildung nicht einfach machen wird. Ich hoffe, ich täusche mich, aber ich glaube nicht, dass ich mich täusche. Darüber reden wir gleich nochmal ausführlich. Ja. Wir haben gemerkt, Sie sind kein Frontalunterrichtslehrer gewesen, sondern Sie waren wahrscheinlich so eher der Lehrer, der diskutieren wollte, ne, mit Ihren Schülern. Nee. Viel Diagramme und Schaubilder gab es bei Ihnen nicht. Nein, die mussten schon was lernen. Übrigens, ich hatte ein tolles Archiv. Ich habe immer Zeitungen ausgeschnitten. Frankfurter Rundschau, wissen wir ja. Nein, nicht nur. Auch in der Weser gehört ab und zu auch ganz gute Artikel. Ja? Nein. Nein, aber das Ausschneiden, das mache ich heute noch, Herr Döbler. Das Ausschneiden Sie ist ganz, ganz wichtig. Sie schneiden aus dem Weser-Kurier Artikel aus? Ja, natürlich. Was haben Sie als letzten Artikel im Weser-Kurier? Kann ich Ihnen genau sagen? Die Tilmette-Karikatur. Die Tilmette-Karikatur, die war super. Also, das wollen wir jetzt aber nicht vertiefen. Nein, die kann ich Ihnen genau beantworten. Ich habe ausgeschnitten, den kleinen Einspalter Beirat Hemling ist gegen die Spange in Hastedt. Lehnt die Spange, also diese Straßenbahnlinie, Linie 3, bei der alten Hasseder Kirche, Schmidt und Koch, Stäubentunnel ab. Was ich immer richtig halte. Das ist ein Wahnsinn, was wir machen, wenn wir dort eine Straßenbahn reintun in einen Verkehr, wo 40.000 Autos fahren, 180 Bäume gefällt werden müssen. Also so ein würde ich nicht machen, wenn ich das sagen hätte als Senator. Jetzt schneiden Sie so einen Artikel aus. Ja, dann? Den habe ich aufgeklebt, kommt in meine Mappe rein. Materialien Beirat Hemling und Ortsverein Hastedt. Da kommt das rein und dann werde ich das irgendwann wieder rausholen und ja. Weil da, übrigens, da steht in dem, ich will jetzt nicht verlängern hier. Nein, das ist spannend. Das war ja nur im Hauptteil, das war nur im Hauptteil ein Spalter und in dem Stadtteilkurier war das sehr ausführlich beschrieben, den habe ich mir auch ausgeschnitten, weil da nämlich noch viel mehr drin steht, nämlich über das Papier des Bausenators, der reinschreibt: Durch die demografische Entwicklung wird der Verkehr in Bremen abnehmen. Habe ich gesagt, wie blöd muss man sein, so etwas noch den Menschen hin an die Hand zu geben. Das war ein offizielles Papier des Bausenators, des Verkehrssenats, ein offizielles Papier, was die Beiräte in den Händen hatten. Die demografische Entwicklung sagt uns, der Verkehr nimmt ab. Habe ich gesagt, es ist unglaublich. Aber so sieht die Stadt auch aus. Aber Sie wissen schon, dass Sie mit denen regieren zusammen. Bitte? Sie regieren ja mit denen zusammen, oder? Ja, natürlich. Das heißt, dann holen Sie Ihren Ordner raus in diesen Gesprächen und sagen, lieber Verkehrssenator, was für einen Scheiß hast du da eigentlich gesprochen? Das habe ich Ihnen in Berlin schon erzählt, jetzt am Tag der Deutschen Einheit. Also haben wir uns getroffen bei Daimler-Benz hier, als wir bei Daimler waren, in der Bremer Landesvertretung. Und da habe ich ihm das gesagt, was das für ein Schwachsinn ist. Du musst doch, wenn du deinen Leuten vor dem Beirat oder in die Politik treten lässt, dann musst du denen vernünftige Papiere mitgeben. Nicht, dass der Beiratssprecher genüsslich zitiert, hier demografische Entwicklung. Also wirklich, bei aller Liebe. Der Herr Dose ist privat ein sehr netter, angenehmer Mensch. Aber man kann nicht allen Blödsinn durchgehen lassen. Ich frage mich jetzt, warum sagen Sie das? Weil
Ist das etwas, was Politiker auch dann glaubwürdig macht? Weil das würde man ja nicht erwarten. Eigentlich müssen sie ja jetzt ja gerade bei den Umfrageergebnissen total loyal zu allem sein und alles gutheißen, was jeder in dieser Regierung macht. Herr Brüggemann, Sie wissen doch, Sie kommen morgen da wieder in Ihre Bürgerschaften und sagen die Jungs, Weber, was hast du denn Herr da wieder für Scheiße erzählt? Herr Brüggemann, aus der Zeit bin ich schon lange raus. jetzt haben Sie mir den Faden. Also, mit was für einem Ziel Sie sowas machen? Nein. Um was zu verändern? Ich habe den Satz wieder. Kritik bedeutet ja nicht Illoyalität. Kritik bedeutet nicht Illoyalität gegenüber der Regierung und gegen den Senatorinnen und Senatoren. Wenn ich nicht mehr kritisieren darf, dann ist was falsch in der Politik. Das muss ja ein... Dann gehen wir einen völlig falschen Pfad. Ich bin groß geworden und ich habe wirklich die Fernsehdebatten, die damals gelaufen sind, mit aufgesogen wie ein Schwamm. Und ich habe gesagt, das möchte ich können, wie die debattieren, wie die. Und dann finden sie eine. Ja, dann finden sie eine. Aber ist es nicht so, dass Sie eigentlich erstmal zum Lose gehen und sagen, pass mal auf, was für ein Quatsch hast du da geschrieben? Dieses Gespräch wird es ja geben. Das heißt, dann sagt der, lass mich doch schreiben, was ich will, Weber. Nein, und dann gehen Sie an die Öffentlichkeit? Nein, wie funktioniert so ein Mechanismus? Das interessiert mich wirklich. Der hat gesagt, was, da steht da drin? Sagte ich, ja, da steht da drin. Der wusste es nicht. Der wusste es nicht, was er für ein Papier... Das kann er auch nicht wissen. Das hat natürlich seine Verwaltung, die Verkehr... Sollte es wissen. Ja, gut, er sollte es wissen. Aber ich meine, wenn man so ein Papier vorlegt, sollte man schon wissen, was drinsteht. Denn das ist sozusagen der Knockout gewesen. Wenn im Beirat gesagt wird, die demografische Entwicklung, Pünktchen, das ist peinlich. Es ist hochnotpeinlich, wenn man dabei erwischt wird, so eine Aussage zu machen. Das geht nicht. Und zum Glück haben wir Ihr Archiv zu Hause, in dem wir das alles nochmal nachlesen können. Wir kommen gleich nochmal auf politische Freunde. Wissen Sie, Freunde, wer mir das beigebracht hat? Ja? Ein Grundschullehrer, Klaus Thomas. Der wohnte im alten Postweg, da wo ich auch wohne. Ein guter Grundschullehrer. Und der hat dir genau gesagt, Christian... Aber sowas endet meist in Messi-Wohnungen, das wissen Sie, ne? Weil dass da überall so irgendwie so Ausschnitte überall sind und so. Da passt noch viel Papier zwischen uns, Herr Weber. Lieber Herr Brüggemann, ich lade Sie zu mir nach Hause ein und dann können Sie mal gucken, wie das bei mir aussieht. Dann ziehe ich mir auch eine Krawatte. Aber da brauche ich nicht. Nein. Aber interessant ist, dass der letzte Artikel... Jetzt ist aber gut ich hier. Ich habe gesagt, das artet schnell in Messi-Wohnung aus. Ich liebe Aktenordner. Ich liebe Aktenordner. Wissen Sie, da kann man alles raussuchen. Ich habe allein über meine 12 Jahre Beirat, ich schätze mal 30 Aktenordner. Ich habe heute noch alle Protokolle der 12 Jahre Beiratssitzung. Ich kann zum Beispiel über Daimler-Benz, kann ich Ihnen genau sagen, wie sich das entwickelt hat. Von 1978 an bis 1990. Das ist super, weil eben 1972, das würde jetzt auch der nächste Punkt sein. Und der letzte Artikel war Hassstedt, den Sie rausgeschnitten haben. Und da haben Sie eigentlich auch Ihre SPD-Karriere angefangen als Vorsitzender im Beirat in Hassstedt. Ja. Genau. Und in einer Zeit, haben Sie eben auch gesagt, Mercedes-Benz wurde geholt. Das war ja auch 70er Jahre, Anfang 70er Jahre eine Krisenzeit in Bremen. Oh ja. Ist die vergleichbar mit der Zeit jetzt? Weil damals hat man es ja relativ gewuppt. Würden Sie sagen, aus der Erfahrung, die Sie in den 70er Jahren gemacht haben, es ist noch alles nicht so schlimm wie damals oder ist es heute schlimmer als damals? Schauen Sie mal. Ich will mich jetzt nicht so langatmig auslassen. Das machen Sie nie, das merke ich schon. Ich will Ihnen mal sagen, damals waren Leute in der Politik, die diese riesige Entscheidung, Daimler-Benz in Sebaldsbrück anzusiedeln, getragen haben, innerlich getragen haben mit Überzeugung und sie dann auch durchgesetzt haben in der eigenen Partei, in der eigenen Fraktion und dann im Parlament. Da muss man Nerven haben, da muss man Kraft haben, da muss man das durchhalten, wenn man das Ziel hat. Und Koschnick und andere haben es durchgehalten. Und wir kleinen Provinzpolitiker im Beirat Hemling haben auch gesagt, das ist richtig, dass man das macht, dass man das ansiedelt. Es ging ja vieles dann. Die großen Schiffe wurden nicht mehr gebaut. Korea war billiger als und so weiter und so weiter. Das wissen Sie alle. Diese Umstrukturieren fing damals ja schon an. Und da war die Entscheidung zu sagen, wir siedeln diesen großen Betrieb hier an. Es gab doch so viel, jetzt subventioniert Bremen diesen Hochkapitalisten, jetzt subventioniert Bremen dies und jenes. Das muss man durchhalten und dann hat man nachher Erfolg. Ich habe mich so wahnsinnig geärgert, dass wir damals, als ich Fraktionsvorsitzender war, die Ostdeutscher Feldmark durchgesetzt haben. Wir haben die Bebauungspläne, die Flächennutzung, alles war fertig, fix und fertig. Hat viel Geld gekostet und dann kommt Rot-Grün
Und dann habe ich dem Jens Börnsen gesagt, Mensch Jens, tu es in die Schublade, vielleicht brauchen wir es ja noch mal in 20 Jahren. Nein, das Parlament hat alles wieder zusammengenommen, so die Morgengabe so an die Grünen zu geben als Hochzeitsgeschenk. Da habe ich auch gesagt, liebe Leute, was ist das für eine Politik? Das geht nicht. Und heute sagen wir alle, selbst der Bürgermeister sagt heute, wir bebauen die Osterholzer Feldmark, weil wir wohnen und bauen, weil die Leute nicht nach Niedersachsen ziehen sollen. Ja, aber der Bürgermeister sagt es auch. Der Bürgermeister sagt es aber auch im anderen Ton als damals Koschnick und wäre, glaube ich, nicht derjenige, der jetzt in der ersten Reihe sagen würde, komm, wir bauen das, wenn da der erste Sturm kommt, würde der auch schnell wie die Herbstblätter vom Baume wehen. Das muss Sie doch, Sie haben das ja auch schon gesagt, Weisungsbefugnis für den Bürgermeister, Sie wünschen sich einen starken Bürgermeister. Ja. Wenn Sie es jetzt vergleichen mit der Zeit nochmal in den 70er Jahren, sind wir uns einig, über Börnsen können Sie das sagen, Sieling ist ja nicht wesentlich, hat ja keinen größeren Baumstamm, um dem Gegenwind entgegenzustehen, oder? Er sagt heute auch, dass er die Osterholzer Feldmark bebauen will. Es war eine andere Generation an Politikern. Das war eine andere, die haben... Ja, die haben Sie sagen ja, gerade in Krisenzeiten, die wir ja offensichtlich in Bremen momentan auch haben, jedenfalls in schwierigen Zeiten, brauchen wir Politiker, die für was stehen. Ja, natürlich. Ich sehe ja schon die Vision gar nicht in Ihrer Partei. Nein. Also ich sehe ja schon gar nicht die Politiker, die mir eine Vision anbieten. Die Vision zu sagen, wir holen Mercedes her. Ja. Gegen alle Widerstände ist ja etwas, wo ich als Bürger auch was mit anfangen kann. Ja, natürlich. Der hat einen Plan, der will was, der kann scheitern, der kann gut gehen, schauen wir mal. Ja. Ich habe ja momentan nicht mal einen Plan. Nun, ich bin sicher, dass wir, es ist ja nicht so, dass wir hier in der Wüste leben. So ist es ja nicht. Wir haben gerade diesen wunderbaren Raumkongress erlebt. Bremen ist ein Standort mit Hightech. Wir haben viele andere wunderbare wirtschaftspolitische Dinge geschaffen der letzten 30 Jahre, auf die wir stolz sein können. Das fing natürlich eben halt bei der Umstrukturierung an. Wir mussten das Land neu aufstellen. Natürlich brauchen wir Politiker, die auch... Ich sage Ihnen, Politik ist natürlich auch ein Wabankspiel. Das sind Sie morgen weg und etwas so, zum Beispiel was Schröder gemacht hat mit Agenda 2010. Da knapst meine Partei heute noch dran rum, was ich völlig falsch halte. Ich halte es richtig falsch, was meine Partei da macht, anstatt sich dazu bekennen, dass es richtig war. In der Zeit? In der Zeit. Man kann an der oder an der Stellschraube noch mal drehen, hat Schröder auch gesagt. Aber man hat eine Vision, man hat ein Ziel, wo man sagt, dieses Land muss ich voranbringen. Ja. Das gilt für Bremen genauso wie für den Bund. Und das kann man Frau Merkel sagen mit der Flüchtlingspolitik, die glaubhaft ist, vielleicht deshalb irgendwann nicht mehr Bundeskanzlerin werden wird. Aber sie hat sich gegen alle Widerstände durchgesetzt. Ja. So, jetzt nochmal meine Frage. Wo ist denn überhaupt der Gegenstand der SPD in Bremen oder von Herrn Sieling, den er durchsetzen will? Also noch einmal, wir haben das Größte, was ich identifiziere, ist Infrastruktur. Nochmal Infrastruktur, ist Wohnungsbau und ist Bildung. In Bildung haben wir eine Menge gemacht, nicht ausreichend. Aber der Henning Schärf hat mal gesagt, wir haben jetzt 60 Jahre das Bildungsressort und es ist, wie es ist. Es ist nicht gut. Darauf ist der damalige Bildungssenator Horst von Hassel aus der Partei ausgetreten, weil er es dem Henning Schärf übel genommen hat. Das ist eben halt auch die Last, wenn man eine Reform nach der anderen meint, machen zu müssen und jedem Professor hinterherläuft, der eine neue Idee hat, wie man Bildungspolitik gestalten kann. Also schreiben ist schreiben, rechnen ist rechnen, lesen ist lesen. Das ist ganz einfach. Und damit will ich mal... Die Leute sagen, dass ich eine schöne Schrift habe. Ja, wir sollten Susanne vielleicht einstellen, damit die uns das allen beibringt. Oder hieß sie Sabine? Sabine. Oder Sabine. Sabine, genau. Ja, nein, es gibt, Sie haben völlig recht, Ihre Frage zielt ja darauf hinaus, ob wir heute nicht die Politiker haben, die auch unbequeme Dinge, die in der Politik notwendig sind, auch durchsetzen. Diese Politikerinnen und Politiker, die benötigen sie, die brauchen sie. Übrigens, Frau Linnert ist ja partiell so eine. Ihre Partei wirft ihr vor, du hast 12 Jahre lang quasi auf unsere Kosten jetzt den Haushalt saniert. Ja, ja, Gott noch mal, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann hätten wir all das nicht bekommen, was wir jetzt ab 2020 bekommen. Dass das ein langer, mühseliger Weg ist. Schauen Sie sich die Stadt, nicht die Innenstadt, aber die Außen, wo ich wohne, an, wie die Stadt aussieht. Wir haben Personal abgebaut und. Das ist das Ergebnis. Aber Erfolg haben wir gehabt. Wir haben den Haken bekommen von Herrn Schäuble. Ihr habt eure Hausaufgaben in den 12 Jahren erreicht. Wir haben ab 2019... Ist das nicht frustrierend für Politiker? Also ja, natürlich ist es frustrierend, dass sie nicht anerkennen, dass ihre eigene Partei sie dann in die Wüste schickt, obwohl sie doch einen relativen Erfolg
erwirtschaftet hat mit dem Haushalt. Kommen wir gleich nochmal zur Bremer Situation zurück. Ganz kurz noch einmal über die Rolle der Politiker in unserer Zeit überhaupt. Weil wir haben ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, die AfD ist plötzlich im Bundestag. Der Ton ist ein komplett anderer. Ja. Die AfD wird auch in Bremen in die Bürgerschaft mit großer Wahrscheinlichkeit wesentlich stärker einziehen, als sie momentan ist. Wieso hat sich dieses Bild von Politikern und der Zweifel an Politikern in einer breiten Bevölkerung so gewandelt, wie es das getan hat? Ist das die Schuld der Bürger oder auch der Politik? Ich könnte dir sagen, das ist die Schuld der Medien. Ja, da werden Sie mit Herrn Trump und Wir leben in einer völlig konfusen Zeit. Wir leben in einer Zeit des Skandalisierens, des Hysterisierens, des Verrücktmachens. Wir leben in einer Zeit, wo nicht wenig noch Bestand hat, wo man nicht über einen langen Zeitraum politisch Dinge durchsetzen kann und entwickeln lassen kann. Sie wollen sofort etwas erreichen und sofort etwas haben. Es ist eine Zeit, wo es heute sehr, sehr schwer ist, Politik zu vermitteln. Die Leute glauben einem nicht mehr, sie werden hinterfragt, was ja richtig ist. Schauen Sie jetzt Hambacher Forst an. Jeden Abend können Sie das erleben. Oder auch andere Beispiele. Sie können Chemnitz erleben, was da passiert ist. Da regen wir uns oder diskutieren 2 Wochen lang über einen Verfassungsschutzpräsidenten. Das macht man hinter der Tür, sagt, pass auf, Maaßen, du gehst jetzt weg, du kommst auf einen anderen Posten. Aber hinter der Tür wollte ich Ihnen doch eben mit der Verkehrspolitik in Bremen nahelegen. Da haben Sie gesagt, nee, das macht man nicht hinter verschlossenen Türen. Nein, das ist eine Personalangelegenheit. Wenn der Maaßen sich vergaloppiert hat, er hat sich vergaloppiert, dann mache ich nicht 2 Wochen lang Regierungskrise. Das löse ich, das Problem. Aber nicht vor laufenden Kameras, sondern so, dass man das ordentlichen Respekt davor hat. Das war sowas von beknackt. Das Lustige ist, dass das in jeder Talkshow jeder auch Bundespolitiker gesagt hat, aber keiner hat es gemacht. Also woran liegt das? Weil die Medien sie treiben? Nein, an dem Fall lag es an Seehofer, der gesagt hat, nein, der Mann hat sie nicht zu Schulden gekommen lassen, ich stehe hinter ihm. Das ist ja auch eine Position. Ja, und warum gibt es da kein Gegenmittel? Also eben haben wir über Till Mette geredet und über seine Trump-Karikaturen. Ja. Und der hat zu uns hier gesagt, mir fällt da auch nichts mehr zu ein. Der Mann kann wahrscheinlich wirklich auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und es würde ihm nichts passieren. Ist das nicht für einen Politiker, der seriös arbeitet, politisch es ernsthaft meint, dass er sieht, dass die Söders, die Trumps, die Orbans kommen und machen können, was sie wollen und sie trotz ihrer seriösen Arbeit immer wieder diskreditiert sind, dass sie dauernd die Verlierer sind? Es ist zum Verzweifeln, aber wir sind nicht dauernd die Verlierer. Ich bin ganz sicher, dass Trump die nächste Wahl nicht gewinnen wird. Er wird sie nicht gewinnen, wenn die Demokraten einen akzeptablen... Umfragen sind momentan 50-50. Ja, wenn die Demokraten einen akzeptablen Kandidaten aufstellen, bin ich ziemlich sicher, dass Trump verlieren wird. Wenn die CDU einen akzeptablen Kandidaten in Bremen aufstellen würde, wäre ich auch sicher, dass sie SPD verlieren würde. Ja, sie haben aber keinen. Sehen Sie? Warum soll es den Demokraten besser gehen als der CDU in Bremen? Ja. Auch wissen Sie, ich habe jetzt in Bremen, 10 Wahlkämpfe hinter mir oder auch einen habe ich ja noch vor mir. Es ist immer wieder unglaublich spannend, Wahlen zu machen, Wahlen zu gewinnen, weil man nie weiß, wie geht es aus, wie entscheiden sich die Menschen, wählen sie einen nicht. Ich sage mal, ich trete dann nach 4 Jahren vor das Publikum und sage, jetzt bewertet mal, macht man Saldo drunter, habe ich es gut gemacht oder habe ich es schlecht gemacht? Wenn ich es gut gemacht habe, dann okay, dann wählt mich, wenn nicht, dann muss ich die Folgen tragen. Aber selbst da haben wir ja eben schon gesehen mit Schröder und mit Merkel, dass ein demokratischer Prozess nicht immer sozusagen der Vernunft folgt. Das ist richtig. Politik muss erklärt werden, ausführlich und lange. Ich habe als Lehrer gelernt, wiederholen, 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 wiederholen. Das ist das pädagogische Grundprinzip, was man machen muss. Und das ist auch in der Politik so. Man hat dem Schröder vorgeworfen, dass er nicht genug erklärt hat. Man muss wirklich Politik transparent machen. So schwer es ist, gebe ich zu. Es ist manchmal sauschwer, Politik zu erklären. Aber ich bitte, dieses kleine Bundesland, das kann man erklären. Das kann man wirklich erklären. Ich kann es jedenfalls. Das machen Sie gleich nochmal. Wie wichtig sind die einzelnen Politiker als Politikergesichter? Es gibt ja immer mehr Ego-Shooter auch in dieser Politik. Ist das förderlich, weil wir in einer Zeit leben, in der Politik auch an Gesichter gebunden ist? Oder ist es hinderlich, weil es nicht mehr um die Sachen geht? Ja, natürlich ist, ich weiß gar nicht, ich sehe mich da gerade hinten im Fernsehen, ob ich fernsehtauglich bin, weiß ich gar nicht. Sind Sie. Sie sehen wunderbar aus, Herr Weber. Sehe ich aus? Ja, Sie sehen super aus. Gut. Ja. Meine,
Ja, aber in der Tat, es ist ja leider so, dass die Menschen darauf reagieren und wie die Medien ihn präsentieren. Wenn die Frau Merkel in einem Bild, was genommen wird, schlechte Mimik hat, dann weiß ich doch ganz genau, warum der Redakteur dieses Bild genommen hat. Naja, von Franz Josef Strauß gab es auch nicht immer vorteilhafte Bilder. Also ich glaube nicht, dass das einzelne Bild, Nein, das ist Verunglimpfung, hat mit Journalismus nichts zu tun, klar, sondern es geht schon um aber Persönlichkeiten. Strauß war eine Type. Ja. Vorgestern Nacht, spät nachts, habe ich was auf Bayern 3 gesehen, über Strauß. Habe gesagt, jo, das war ein Kerl. Als er noch lebte und wir gegen ihn gekämpft haben, ihr Uwe, du warst doch dabei, wenn wir auf dem Bürgerweide, du bist als Landesvertreter, als Landesvorsitzender Sie zurückgetreten. Gegen Strauß auf der Straße. Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, klar, Mensch. Ja, aber jetzt schwärmen wir schon wieder über diese Politiker. Ja. Wie ist das denn für Sie persönlich, auch in der Öffentlichkeit? Merken Sie damit auch eine besondere Verantwortung? Also, Sie haben die Sozialsenatorin Karin Röpke damals, die im Fall Kevin zurücktreten musste, wollten Sie, dass sie Direktorin der Bremischen Bürgerschaft wird, was zu einem Skandal geführt hat. Haben Sie daraus gelernt, dass man sozusagen auch beobachtet wird in einer Demokratie und Fehler nicht mehr machen sollte? Ja, Frau Röpke ist aus dem Untersuchungsausschuss völlig unbeschadet rausgekommen. Es ist hier nichts an Fehler vorgeworfen worden. Den Fehler, den ich gemacht habe, war die Zeit, als ich sie gefragt habe, willst du bei mir Direktorin werden, zu kurz. Es war ein halbes Jahr. Und da war Kevin noch so im Bewusstsein der Menschen drin, dieser Skandal, dieses fürchterliche Verbrechen, was geschehen ist mit diesem armen Jungen. Und das war in den Köpfen drin. Und dann kommt der Weber und sagt der Senatorin, die Senatorin war, werd Direktorin bei mir im Haus. Dass das dann zu unterschiedlichen Interpretationen geführt hat, das kann ich nachvollziehen. Und das war ein Fehler. Das war ein gravierender Fehler, dass wir die wissen müssen, dass das die Bevölkerung nicht gutiert. Und manchmal läuft es auch einfach nur blöde, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Wir haben eigentlich ein Spiel vorbereitet, das ist aber uns auch in der Probe zu blöde gewesen, mit zwei Autos und Bobbycars. Und wir wollten mit Ihnen nochmal einparken oder ausparken üben. Ja. Aber das lassen wir jetzt einfach da mal stehen. Wenn das mein Vater noch erlebt hätte. Hieß es groß, Sie haben Fahrerflucht begangen. Dabei haben Sie so einen Zettel dahinter die Windschutzscheibe getan. In Folie noch, in Folie. In Folie, ne? Fast noch ein Ordner, die Sie ja so lieben. Ja. Aber haben Sie da manchmal gedacht, wie blöd war ich? Oder Mann, ich habe doch das gemacht, was jeder normale Mensch macht und nur weil ich jetzt ich bin, geht es mir da an den Kragen? Wie gucken Sie auf so eigentlich eine Lappalie am Ende zurück? Ja, es war verrückt. Ich habe den angedetscht, ich habe meinen Sohn nach Hause gebracht, bin ich noch einmal rumgefahren, habe das dann noch fotografiert, den Schaden des anderen und bin dann nach Hause gefahren. Und dann rief der Polizist bei mir zu Hause auf dem Handy an und sagte, Herr Weber, kommen Sie sofort! Kommen Sie sofort! Dann schauen wir es aus der Welt. Ich dann hin und dann sagte er, Mensch, ich habe doch da an die Scheibe das dran gemacht. Und ich war mir immer noch nicht bewusst, dass das nicht geht, dass man das nicht darf, dass es verboten ist, dass man sich die Polizei anrufen muss. Ja, das haben wir zwischendurch Ihren Fall zum Glück gelernt. Aber der Umgang mit der Presse, auch da, ist das was, wo Sie danach sagen, ich Idiot oder... Nein, da habe ich gleich eine Pressekonferenz gemacht, alle eingeladen, habe gesagt, ich war's. Ja. Ich war's. Ich habe es gemacht. Ich bekenne mich. Das war ein großer Fehler. Und das Witzige war dann, die Fotografen und die Fernsehleute sind alle dann runter in die Garage gegangen. Ja, und, ja, wo ist denn jetzt das große Desaster an Ihrem Auto, Herr Präsident? Ja, bei mir sieht man nichts. Ich habe einen Mercedes. Der andere war nicht Schrott, aber er war ziemlich hinten was abgekriegt. Aber so ist das eben halt. Ich habe ein gutes Auto. Aber, man sieht aber da habe ich auch gedacht, Mensch, hättest du doch mal deinen Verstand beieinander genommen. Ich meine, ich habe gesagt, mein Vater, Papa, du verzeih mir da oben im Himmel. Aber wird von Politikern manchmal Übermenschliches auch erwartet? Also unsere Erwartung an Sie, als eben mit solchen Lappalien sieht man es ja, ein kleiner Fauxpas wird sofort zu einer großen Welle. Die Lappalie hat mir 6.000 Euro gekostet. Ja, 6.400. Da war keine Lappalie mehr. Ich glaube 6.800 sogar. Ja, also wenn ich das, sehr gut, 6.800. Hab ich ausgeschnitten und in einen Aktenordner geklebt. Aber wissen Sie, heute endlich mal rausgeholt. Wohlgemeint sind Sie gut. Ja, ich lerne. Aber mein Rechtsvertreter, der hat gesagt, Herr Weber, ich war bei der Staatsanwältin.
Wissen Sie, was die im Büro hatte? An der Wand pinnen. Die Karikatur von Till Mette. Was hat der gemeint? Da gab es Herr Chaton. Nee, wo ist er denn? Ist er Chaton hier? Nee. Das war eine Karikatur von Günther. Haben Sie die Karikatur gesehen? Nee. Jedenfalls die Karikatur von Till Mette, wo ich abgebildet bin mit diesem Desaster, was ich da erlebt habe. Das hatte die Staatsanwältin in ihrem Brief. Weil ich sagte, mein Gott nochmal, der arme Kerl, der muss jetzt büßen. 6.800. Wir hätten doch einpacken noch üben sollen. Ich habe es egal. Aber kommen wir zu was Ernstem, weil man ja auch als Privatperson im öffentlichen Leben steht. Also wir wissen das von vielen Politikern, dass sie müssen auch immer, ja, Sie haben eben gesagt, sehe ich schön aus, Sie sehen schön aus, aber auch der Kampf um Gesundheit, um Leben, um Liebe, findet immer in der Öffentlichkeit statt. Ist das etwas, was man manchmal einfach nicht möchte? Also wir wissen alle, dass Sie an Krebs erkrankt sind, in Behandlung sind, dass Sie hin müssen, dass Sie das auch mit einem fast, das erinnert mich ein bisschen so, wie Ihr Vater gesagt hat, staatsbürgerlichen Pflicht bekämpfen und gleichzeitig weiterarbeiten. Ist das etwas, wo Sie sagen, das fällt einem schwer oder das wird von Ihnen auch erwartet, dass Sie da nicht wehleidig sind und uns da nicht mit behelligen? Ich erwarte das von mir. Das muss mir keiner sagen, das erwarte ich ganz alleine von mir und solange es geht, mache ich das natürlich auch mit vollem Einsatz. Und es ist auch ein bisschen sozusagen auch für meine, ja, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber es ist halt ein Stück, mir fällt es jetzt nicht ein. Aber es ist wichtig, dass man da überzeugt ist, dass man die Arbeit leisten kann. Und das ist auch eine Erwartung, die ich an mich selbst stelle und sage, das hältst du durch. Und das ist die beste Therapie, die es gibt. Verändert das auch ein Weltbild, dass man Endlichkeit plötzlich vor Augen hat? Ja, das ist... Dass man weniger zu verlieren hat, dass es um Existenzielles am Ende geht? Ja, natürlich. Glauben Sie nicht, man denkt immer an das Ende. Man, das schwebt Ihnen immer vor Augen. Sie können sagen, in einem Jahr ist es zu Ende. Das ist, bei dieser Krankheit ist das so. Das kann schnell gehen, das kann aber noch lange dauern, aber dass das ein Ende bedeuten kann, ganz schnell, das ist... Wenn ich oben auf den Fluren sitze, dann begegnet man ja vielen Menschen, die was sowas haben. Und wenn man jahrelang dort sitzt und auf einmal fehlt der und dann fehlt der, dann wissen Sie genau, was passiert ist. Und dann kann man sagen, die anderen werden dann sagen, auf einmal, der fehlt ja auch, jetzt hat es ihn erwischt. Ne? Also das ist so und das muss man über die Jahre, lernt man damit umzugehen und es auch ein bisschen zu verdrängen und zu sagen, das hat nicht die Bedeutung, sondern dass die Bedeutung hat, das, was du tust, was du machst, das, was du willst, welches Ziel du hast, welches Ziel du noch erreichen willst, das spielt eine Rolle und das andere begleitet einen permanent, aber es wird zur Seite geschoben, hinderlich, weg. Weil dann die Kleinigkeiten von Politik auch freier zu behandeln sind? Ja, klar, natürlich, klar. Das ist, man wägt dann ja auch ab, nicht? Und sagen, genau. Was ist das kleine Geplänkel in der Politik gegen das andere? Und halt nichts. Das ist nichts, das kleine Geplänkel. Das kann man erleben. Es gab Zeiten, wo ich mir gesagt habe, warum machst du das? Aber wissen Sie, wenn man wieder was gemacht hat und ich stehe morgens um 4 Uhr auf und gehe zum Briefkasten und gucke, was steht denn da jetzt drin im Weserkurier? Was wird meine Fraktion jetzt dazu sagen? Das möchte ich nicht missen. Das möchte ich nicht missen. Diesen Aufreger, dieses sozusagen Prickeln, dieses dann ins Büro fahren und sagen, oh, jetzt geht's gleich haben wir Fraktionssitzung und dann geht's los. Dafür können Sie jetzt noch was tun, ja? Also wir tun noch mal was dafür, dass sich das am Montag so richtig gut anfühlt, wenn Sie dann wieder ins Rathaus oder in die Bürgerschaft fahren, damit die Kollegen was zu lesen haben. Aber vorher denken wir nicht mit klein, Carsten sondern wieder, groß. Carsten wieder sagt, Christian, was hast du wieder gemacht? Ja, genau, das Carsten, wollen wir. Volle Pulle dafür durch. Haben wir jetzt noch genau 10 Minuten Zeit, damit das passiert, damit der Carsten das sagt. Aber vorher kriegen Sie hier 100 Euro von mir, von der Commerzbank heute. Ja. Und wir haben hier so die großen Themenfelder
der Bremer Politik? Kultur, Verkehr, Bildung, Soziales, Behörden, Sicherheit. Verteilen Sie doch mal den ganz persönlichen Weber. Das ist jetzt mein Budget. Können Sie gern von hier machen. Das Publikum sieht das gleich alles sozusagen auf diesem Bildschirm hier oben. Also wo ich jetzt mein das sind Ihre 100 Euro, die Sie sozusagen als Schwerpunkte verteilen können. Wo würden Sie wie viel hinlegen? Also, da ich über den zweiten Bildungsweg gekommen bin, und das war übrigens die Politik der SPD in Hessen, Friedeburg, der große Kultusminister Friedeburg, dem habe ich zu verdanken, dass ich über den zweiten Bildungsweg Hochschulreife machen kann. Ja. Und deswegen, Susanne, Sabine. Und meine Sabine natürlich. Ja. Meine Sabine. Ja, die hat in Höchst ein ordentliches Abitur gemacht. Ja. Ganz ordentliches Abitur. So. Bildung, Bildung, Bildung. Das ist ja auch eine Naturwissenschaftlerin. Ja, ja, eben. Das haben Sie schon mal bewundernd gesagt. Von denen habe ich allergrößten Respekt. Ja, Frau Merkel auch. Ja, genau. Ja. Das sind alles kluge Frauen. Also und Bildung und Verkehr gleichwertig? Und Verkehr bringt doch die Leute auf die Palme. Ja. Verkehr bringt die Leute auf die Palme. Als ich vor 14 Tagen war ich mit Uwe unterwegs. Uwe Heuweg. Genau, und da wollte ich wieder die Sögelstraße hoch. Sag ich, was ist denn das hier? Was ist denn das? Eine Riesenbaustelle. Und dann habe ich gelesen, dass der Rechtsabbieger zum Wall hoch weg soll. Da habe ich gesagt, wie bitte? Dann haben Sie den Lose schon wieder anrufen müssen. Ja, ne? Also dann Mann. Das ist doch wirklich. Aber den brauchen Sie ab nächstes Jahr nicht mehr anrufen, glaube ich. Nein. Dann habe ich immer gesagt, das habe ich mir, als die Bremer Philharmoniker bei uns im Hause waren, habe ich gesagt, ich verzichte lieber auf einen Teil Verlängerung der Straßenbahn und dafür Kultur. So. Das ist aber sehr viel Kultur. Da würden sich sehr viele in Bremen drüber freuen. Ja. Wissen Sie eigentlich, wer der Kulturbürgermeister in Bremen ist? Ja, Sie, den Carsten. Haben Sie ihn schon mal im Theater gesehen? Bestimmt. Bestimmt. Ganz bestimmt. Nein, Kultur ist ja etwas, was... ist nicht so seine Sache. Ne? Wie wird man Kulturbürgermeister und hat kein Interesse an Kultur? Ja. Müssen Sie ihn fragen. So, also, Soziales natürlich selbstverständlich. Sicherheit natürlich auch selbstverständlich. Also Sie machen das politisch sehr korrekt. Sie packen überall gleich viel Euros drauf, ne? Bei Behörden habe ich noch gar nichts draufgelegt. Komm, hier Sie Sozi, Sie müssen doch hier bei Soziales mehr rauflegen. Nein, ja, da ist schon. Wissen Sie, der Sozialetat ist unser größter Etat. Ja. Mit Abstand der größte Etat. Da kommen Ihre 100 Euro nicht rauf. Okay. Da sind 1,1 Milliarden, gehen wir da aus. Aber hier noch mehr auf Kultur. Kultur noch mal. Warum haben Sie nicht Wohnen dabei getan? Hier ist Wohnen. Wo ist Wohnen? Gut, so. So. Damit kann ich nicht viel anfangen, aber eigentlich wollen Sie alle glücklich machen. Ne? Das kann auch ein Problem sein, oder? Politik und das gesellschaftliche Leben ist ja nicht eindimensional, das ist ja mehrdimensional. Das ist Kultur, das ist Verkehr, das ist Sicherheit, Soziales und eben halt Wohnen und Bildung. Sie wollten mir noch schnell Bremen erklären. Kann es sein, dass wir in Bremen eigentlich gar nicht mehr sozusagen die gleichen Lebensverhältnisse haben als nebenan in Niedersachsen zum Beispiel? Wir zahlen die gleichen Steuern, aber unsere Schulen sind eindeutig in den PISA-Tests schlechter, unsere Straßen sind nicht so gut. Warum soll man hier eigentlich wohnen? Weil Bremen, das Land Bremen und die Stadt Bremen eine sehr schöne, liebenswürdige Stadt sind. Und lieber Herr Brüggemann, jetzt kommt wieder, die haben die Weser. Aber in Hannover Weser. Haben die Leine. Weser. Ja. Das Kurzzeitgedächtnis der Menschen ist manchmal schlimm. Wir haben vor 20 Jahren in der ersten Periode der Großen Koalition zwischen SPD und CDU bis etwa 2002, 2003 hunderte Millionen Euro ausgegeben für die Innenstadt. Nicht erst Zech und nicht erst Christian Jakobs. Die ganze Stadt haben wir damals umgekrempelt. Und damals die vielen, vielen Baustellen, die wir haben, da hatten wir die Buddelinchen und so etwas. Da wurde jede Baustelle sozusagen bejubelt. Ihr macht was, ihr tut was. Alles vergessen. Da kommt der CDU-Wirtschaftssenator von früher, der Herr Karstenick, und sagt, in Oldenburg ist die Fußgängerzone 500 Meter länger, deswegen fahren die nach Oldenburg. Also so ein Scheiß, so ein Quatsch. Also wirklich. Wir haben so, und das muss natürlich weitergehen, und jedes Invest von Privaten, von Christian Jakobs und von Kurt Zich ist gut. Verstehen Sie, was wir sagen wollten doch eben ist,
um Politik glaubhaft zu machen, muss es natürlich auch bei der Bevölkerung ankommen. Ja. Also ich muss sozusagen sehen, ja, dass mein Kind einen vernünftigen Kindergartenplatz hat, klar, dass ich eine vernünftige Schule habe, dass ich in den Behörden, ja, relativ schnell drankomme, ja, dass meine Straßen in Ordnung, ja, sind. Und all das ist doch in Bremen momentan an die gigantische Behörden, Baustelle. Als ich jetzt in Berlin war, habe ich auf dem Weg da in die Zeitung gelesen, in Berlin ist eine Katastrophe, was an die Behörden rankommt. Das haben wir jetzt gut geregelt. Es gibt keine Kritik mehr bei der Führerstein, bei der Personalamt. Mhm. Irgendjemand sagte mir gerade, Mensch, ich habe einen Brief gekriegt von der Stelle und ihr Pass ist abgelaufen, der Ball läuft ab. Das haben wir wirklich gut in den Griff gekriegt. Die Straßen sind marode, warum, habe ich gerade erzählt. Und übrigens, ich habe vor 3 Wochen in Walle, in Gröbling, eine Kindertagesstätte eingeweiht von der Arbeiterwohlfahrt. Es ist ja nicht so, dass wir in der Wüste hier leben. So ist es nicht. Und ich weigere mich, das, was wir erreicht haben, immer zu negieren und es schlecht zu reden. Es ist immer noch mehr zu tun und immer noch mehr zu machen. Aber unter den Verhältnissen, in denen wir leben, wie unser Budget aussieht, geht es eben bestimmte Dinge nicht. Und das müssen wir als Bremer auch akzeptieren. Das muss man den Leuten auch deutlich sagen. Das vermisse ich eben auch alt, dass wir die Politiker nicht haben, die sagen, liebe Leute, das geht nicht. Vielleicht in 10 Jahren, vielleicht in 5 Jahren, vielleicht in 3 Jahren. Wenn wir es doch besser, wenn wir das Geld kriegen. Wir haben tolle Steuereinnahmen. Ja, warum gelingt uns das nicht? Jetzt, wenn wir auf die nächste Wahl gucken und die Umfragen gucken. Die SPD, ja, ist jetzt in Bremen bei 26% gleich auf mit der CDU. Ja. Das muss Ihnen ja, Sie sind ja im Herzen schon noch SPDler. Ja, schon wehtun. Aber eben, es gibt da ja auch nicht die Politiker, die sagen, Leute, es geht nicht, wir können es gerade nicht, sondern es gibt nur Politiker, die ich höre, die auch in ihrer Partei sagen, wieso, es ist doch alles super, was wir machen. Nein, natürlich, ja, ist nicht alles super, was aber wir machen. Aber das hört man. Herr Brüggemann. Gibt es dazu wenig Selbstkritik? Herr Brüggemann. Ja. Wir haben in den letzten 3 Jahren 12.000 Flüchtlinge in Bremen versorgt, mit, ja, Wohnungen, mit Kita, mit Schulen. 12.000, die sind top oben drauf gekommen. Top, von hier von heute auf morgen. Wir haben sie alle versorgt, mit, ja, Wohnungen, mit Schulen, mit Kitas. In ganz vielen anderen Städten auch, nicht? In ganz vielen anderen, aber nicht in Berlin. Berlin ist ein großes Chaos. Gut, aber... So, aber damit will ich sagen, auch das haben wir gemanagt. Natürlich hätten wir es doch besser machen können. Wir hätten noch schneller KTHs bauen können und noch bessere Schulen und noch bessere Turnhallen. Und ich weigere mich zu sagen, durch jede Turnhalle regnet es und wir haben nur marode Schulen. Das stimmt einfach nicht. Wir haben gute, nein, Schulen. Es stimmt genauso wenig zu sagen, wir haben doch tolle Schulen und die PISA-Tests, so, darf man nicht ernst nehmen und alle, ja, eure Probleme nehmen wir auch nicht ernst. PISA-Test liegt ja, okay, nicht an den maroden Schulen. PISA-Test darin, dass wir verrückte Professoren haben, die eine scheiße Reform ändern machen. Ja genau, das hören wir jetzt. So, ich habe mal in einer Zeitung gelesen, liebe Politik, lass doch mal die Schulen in Ruhe ihre Arbeit machen. Lass sie um Gottes Willen mal in Ruhe ihre Arbeit machen. Die sind tolle Lehrer, die machen einen tollen, hey, müsst Job. Sie schon auch in Ruhe ausstatten. Sie, ja, also ja, natürlich in, ja, Ruhe ausstatten. Da, wo jetzt Mercedes ist, diese Schule, an der, mhm, ich mein Referendariat gemacht habe mit Sabine, die, mhm, war auch auf der Schule. Ich erinnere mich, ja, ja. Wir waren auf der gleichen, mhm, Schule. Das war eine Schule mit einer Top-Ausstattung im naturwissenschaftlichen, ja, Bereich. So ist es auch nicht. Also, nicht, okay, nicht immer den Weg begehen, es gibt vieles besser zu machen. Aber jetzt, eindeutig. Weber und Sieling setzen sich zusammen, sehen die Wahlergebnisse. Was sagt denn jetzt ein Weber beim Kaffee dem Sieling? Mann, geh nach vorne, sag den Leuten was? Carsten, das kannst du Koschnick nicht antun, dass wir so jetzt den Bach runtergehen. Wir müssen jetzt sozusagen volle Pulle nach vorne gehen. Wir müssen offensiv werden, das, was wir gemacht haben, darstellen, was wir nicht gemacht haben, auch erklären, warum es nicht jetzt geht. Aber wir müssen total in die Offensive gehen, so wie man das in der Politik macht und den Leuten erklärt, wie Politik funktioniert. Was ich gerade versucht habe. Aber kommen Sie dazu der Erkenntnis, dass es in den letzten 4 Jahren vielleicht nicht immer so war, dass Sie, ja, da schon auch, ja, viel verpennt haben, ja, auch so in der Offensive zu, ja, gehen? Natürlich. Dass wir, ja, klar. Dass der Bürgermeister das mit den schlechtesten Umfrageergebnisse hat in allen Bundesländern. Ich bin ein völlig anderer Typ. Weil ich eine andere Soziation habe, ich bin anders, ja, groß. Es geht jetzt geworden um die Partei, es geht jetzt gar nicht um Personen. Ja? Also, aber wenn ich dann lese, dass der Bürgermeister in Bremen die schlechtesten, ja, Umfragewerte aller Bundeslandvorsitzenden, Ministerpräsidenten hat, ist das schon, muss doch das auch die Partei schockieren. Er liegt aber noch vor Seehofer. Ja, mal so, mal so, mal so, mal so. Also, Herr, ja, Brüggemann, aber wenn ich Bürgermeister wäre und ich würde sterben, ich würde verrückt werden, ich würde Himmel und Hölle in Bewegung setzen, um davon rauszukommen, davon loszukommen von dem Image. Und tut Ihre Partei das?
wer streben sich bemüht, den können wir erlösen. Ist doch klar. Also man muss arbeiten, man muss tun, man muss machen. Ob es dann zu dem befriedigenden Ergebnis kommt, wenn die Stimmen zusammengezählt werden, Herr Brüggemann, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber wenn ich mir nachher bei dem Ergebnis sage, ich habe nicht alles dafür getan, dann ist es schlecht. Wenn ich aber sagen kann, ich habe alles, aber ich kann mit tiefster Überzeugung sagen, ich habe alles, aber auch alles getan. Und wenn ich dann verliere, okay. Aber wenn ich dann sagen kann, ich habe nicht alles getan, das ist schlecht. Bei Börnsen hat sich schon durchgehört, wissen wir alle, sind wir einer Meinung, er hat wahrscheinlich im Endspurt nicht genug getan. Ja. Sieling an sich ist noch gar nicht gewählt worden. Ist da die Gefahr, dass er auch nicht alles tut? Also, Sie wollen mich jetzt zu einer Antwort provozieren. Nein, so doof sind Sie nicht, dass Sie jetzt sagen, nein, das tut er nicht. Aber Sie verstehen meine Carsten, Frage schon. Ich kenne Carsten seit 30 Jahren. Wir haben beide fast angefangen, 1990 in der Bremischen Bürgerschaft. Wir haben vieles gemeinsam gemacht. Und er ist in einer schwierigen Situation. Wir sind in einer schwierigen Situation, aber auch alle Parteien, die in Bremen Politik machen, weil natürlich die Hiobsbotschaften fallen über uns her und wir krabbeln aus dem Loch nicht so. Das ist so jetzt wieder die große weite nein, Welt. Nein, nein, ich will aber Ihnen würden Sie ihn gerne mal schütteln? Ach, das ich habe ihn schon genug geschüttelt. Der hat auch schon. Der hat mir manche SMS geschickt, wo er gesagt hat: Christian, muss das denn sein? Sag ich, ja, Carsten, es muss sein. Also wir kommunizieren schon miteinander über die SMS. Und ich erinnere ja nur da bei dem Wirtschaftsforum, da hatten wir eine schöne Kontroverse. Aber ich sage, Carsten, das gehört zu unserem Geschäft dazu. Kritik gehört doch dazu. Wenn du nicht mit der Handelskammer redest, das ist doch ein wichtiger Bündnispartner. Steuern für die Grundstücksteuer. Ich habe gesagt, du, die werden uns nie wählen, die Konservativen. Aber vielleicht Uwe, der könnte mich vielleicht wählen. Aber, Der hat auch nur eine Stimme. Ja? Der hat auch in unserer Demokratie nur eine Stimme. Ja? Ja, zwei gibt er mir und drei gibt er dem Meyer-Hette. Letzte Frage, wenn Sie mit Herrn Bovenschulte so zusammensitzen, reden Sie mit dem genauso wie mit Herrn Sieling? Der ist ja nun seit 5 Jahren in der Provinz und Bürgermeister in Weihe. Und deswegen haben wir uns nicht so häufig begegnet. Aber als er noch Landesvorsitzender war, da haben wir schon miteinander geredet. Aber er hat gute Sachen gemacht. Ich habe ja jetzt in den Weserkurier gelesen, jetzt will unsere Landesvorsitzende die Gebühren für die Badeanstalten senken, weil Bovenschulte das in Weihe auch gemacht hat. Also... ich meine, das Niedersachsen ist immer sozusagen, da kann man sich immer auch als Vorbild nehmen, aber Weihe nicht. Also bitte. Meine Fragen sind am Ende. Vielleicht haben Sie noch Fragen auf Ihre Zettel geschrieben. Die liegen hier. Herr Weber, schnelle Runde. Was ist Ihr Tipp für das Werder-Spiel heute Abend? Werder gewinnt. Wie viel steht's? 0-0. Also, noch nichts verloren. Krawatte oder Fliege? Krawatte. Ich habe früher Fliege getragen. Lieblingsort in Bremen? Hastedt. Tragen Sie jeden Tag Schlips? Ja. Jeden Tag? Jeden Tag. Mein Sohn kennt mich schon gar nicht anders. Wenn ich mal... Der sagt, Sie sind nackt, wenn Sie keinen Schlips umhaben, oder wie? Wenn ich mal... Es kann ja auch mal sein, dass ich mal... wie man so Freizeitsachen anziehe, dann habe ich natürlich keine Krawatte um. Wie stehen Sie zum Volksbegehren und Bescheid? Nein. Klare Antwort. Lieber Christian Weber, wir wünschen Ihnen gesundheitlich erstmal alles Gute. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Ihre Partei rütteln, schütteln, rütteln und schütteln. Und viel Spaß in der Politik. Vielen herzlichen Dank für diesen Abend. Ich danke Dankeschön, Ihnen. Christian Weber. Und wir sehen uns wieder... Nächsten Monat dann zu Gast Jan Böhmermann und wir danken natürlich SWB. Dankeschön, Herr Weber. Vielen herzlichen Dank. Danke. Das haben Sie aber schön verteilt hier, ha? Um es jedem recht zu machen. Super. Dankeschön. Können Sie noch einkaufen?